Linus Hansen, die Startnummer 333, geht als erster auf die Strecke als Polemann in den ersten Wertungslauf der Junioren. Neben ihm, da geht an den Start mit der 321 Maximilian Krupper. In der zweiten Startreihe, da sehen wir mit der 303 Paul Trusheim und die 315 Moritz Schmeiß. Luca Thiel mit der 399 und Lukas Scherbinskas mit der 337 in der dritten Startreihe. Und die vierte Startreihe, die bildet sich aus Startnummer 377 Finn Zulauf und Vincent Frost die 307. André Petropoulos die 301 und Hannes Borde die 368. Dann in der fünften Startreihe und aus der sechsten Startreihe heraus, da startet Gina-Sophie Fulsche und Bennett Müller die 313. Noah Sadik hat die 325 aufgeklebt und er kommt ebenso aus der siebten Startreihe wie mit der 332 Philipp Benz. Maxim Lieder die 302 und Bastian Barlage die 392 dann in der achten Startreihe und in der neunten Startreihe sehen wir Lukas Thompson die 304 und Michael Sommer die 396. Kim Leon Kublik die 320 und Oliver Petrovic die 343 dann in der zehnten Startreihe. Und die 11. Startreihe, die setzt sich zusammen aus Leon Rau, die 334, und Nico Seel, die 324. Tim Kies, die 306, und Viktor Schönfeld, die 318, dann in der 2. Startreihe und in der 13. Startreihe Julian Rau, die 347, und Philipp Vogel, die 309. Raffaele Basile, die 311, und Jason Hausding, die 330, bilden Startreihe 14. Und Marius Schmidt mit der 314 macht das Feld dann in Startreihe 15 komplett. Und so haben sie die rote Linie bereits erreicht. Jetzt geht's in Richtung Start. Heißt rein in die Korridore. Warten, bis das rote Licht ausgegangen ist. Dann wird Gas gegeben und Linus Hansen übernimmt sofort die Spitze in diesem Lauf. Hinter ihnen sortiert sich der Paul Trusheim erst einmal ein in den ersten Metern, die hier gefahren sind. Alles gut gegangen in der ersten Kurve, das ist ja immer so ein Zeichen, wo es nochmal so richtig zur Sache geht. Aber dafür im Wäldchen. Ein Dreher, zwei Fahrer ineinander geschoben. Schauen wir mal, wer uns dann dort abgehen wird, wer nicht mehr zurückkommt auf seinem Platz. Zurück auf jeden Fall ist der Linus Hansen als Führender, dahinter Paul Trusheim. Der greift aber bereits an, versucht vorbeizugehen, kommt nicht vorbei. Und der Maximilian Krupper als Dritter schaut sich das alles in Ruhe an. Auch Moritz Schmeiß ist unterwegs in dieser Gruppe, die bis Luca Thiel zurückgeht. Der ist auf Platz 5 unterwegs. Ja, Jason Hausting, der ist derjenige, den es gedreht hat im Wäldchen. Der kommt jetzt erst über die Linie. Oh, da versucht hier wirklich der Moritz Schmeiß in der Fahrerlagerkurve über die Korps vorbeizugehen auf Platz 3. Und dann gelingt es ihm, geht vorbei an Maximilian Krupper. Und da hinten, da geht der Bennett Müller ins Grün. Da staubt es auf am Zufahrt zum Wäldchen. Bennett Müller, der war auf Platz 11 unterwegs, wollte an Hannes Borde vorbei und ist nicht vorbeigekommen. Dementsprechend musste er sich jetzt weiter hinten einsortieren. Linus Hansen baut seinen Vorsprung auf Paul Trusheim hier deutlichst weiter aus. Beträgt jetzt schon eine halbe Sekunde. Und auch der Maximilian Krupper kann
Ja, noch 2 Minuten, 15 Sekunden sind auf der Uhr. Dann geht's in die letzte Runde. Linus Hansen in Führung mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden für den Sieger der Miniklasse im vergangenen Jahr in der Rotax Max Challenge. Und hier auf seiner Lieblingsstrecke ist der Jübecker natürlich jetzt in seinem Element. Im vergangenen Jahr bei der Rotax Max Challenge, da konnte er 2 von 3 Läufen auf dem Elftlandring gewinnen. Und dementsprechend fügt er eben jetzt noch einen Sieg mit dazu. 2016, da war es übrigens so, da hat der Linus Hansen hier einen 7. Platz geholt. Und das ist deswegen erwähnenswert, er ist als 17. damals gestartet gewesen. Das zeigt, wie gut er die Strecke kennt, wie direkt er weiß, wo man überholen kann, wie man wo rankommen kann. Und dementsprechend weiß er natürlich auch, dass er jetzt ein bisschen ruhiger fahren kann. Jetzt, da es in die drittletzte Runde geht, lässt er es ein bisschen ruhiger auslaufen. Im Gegensatz zu Luca Thiel. Der gibt nochmal richtig Gas. Klar, der will jetzt auch weg von Maximilian Krupper. Der will sich seinen 2. Platz hier erst einmal absichern. Der 4. der Mini-Klasse von 2016, der 2015 und 16 hier in Kerpen jeweils einen 2. Platz herausgefahren hat. Da kommt jetzt der 3. sozusagen heute dazu in diesem Lauf. Also die vorletzte Runde hat begonnen. Die Zeit ist jetzt abgelaufen. Es staubt noch einmal richtig auf. Ja, das ist auch so ein Problem. Man kommt hier raus aus der Strecke und da ist sofort staubiges Gras. A, wirft man da natürlich dementsprechend Schmutz auf die Strecke. B, ist es auch für die Nachfolgenden dann schwierig, wenn man da kurzzeitig in dieser Staubwolke unterwegs ist. Linus Hansen eröffnet die letzte Runde. Wie gesagt, er wird langsamer. Schont er Material? Hat er ein Problem? Ich denke eher, das Erste ist der Fall. Er schont sich und das Material für den 2. Wertungslauf. Luca Thiel auf Platz 2. Der hat sich diesen 2. Platz jetzt ebenfalls schon mal ein bisschen abgesichert. Da wird jetzt auch nicht mehr viel passieren, könnte ich mir durchaus vorstellen. Linus Hansen biegt ein, gewinnt diesen Lauf mit Siegesgeste vor Luca Thiel, der sich darüber riesig freut. Maximilian Krupper wird 3., Moritz Schmeiß 4., Paul Trusheim holt sich den 5. Platz vor Vincent Frost. Lukas Scherbinskas auf Platz 7. André Petropoulos wird 8. Finn Zulauf holt sich dann noch 7 Punkte für Platz 9. Platz 10. Ja, Platz 10 geht dann an Gina Sophie Fulce. Hannes Borde wird 11. Auf Platz 12, da sehen wir den Noah Sadik über die Linie kommen. Maxim Lieder wird 13. vor dem Lukas Thompson, der 14. wird. Und auf Platz 15 heißt einen Punkt noch für Bastian Barlage. Soweit die Junioren mit ihrem ersten Wertungslauf. Klare Geschichte also gewesen für Linus Hansen.
der sich damit auch für Wertungslauf 2 qualifiziert hat um 14.57 Uhr und damit auch dort von der ersten Startposition aus in das Rennen gehen wird.